Kurzes, knackiges Update zu den NFP, die heute am 2. Februar 2024 veröffentlicht wurden. Und ich versuche es wirklich knapp zu machen, aber wir müssen auf ein paar Dinge eingehen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, in dieser Situation zu verstehen, ob es weiter nach oben geht oder ob die Korrektur doch kommen kann. Wenn dir das Ganze gefällt, dir das Ganze hilft, freue ich mich selbstverständlich über Support auf diesem Kanal. Daumen nach oben tut dir nicht weh, ein Kommentar tut dir vielleicht ein bisschen weh, würde mich aber freuen. Und ein Abonnement würde, du weißt, das würde alles zum Springen bringen. Also, wir schauen mal rein. Die NFP wurden heute veröffentlicht. Das sind die außerhalb der Landwirtschaft neu geschaffenen Stellen. Und die NFP sind ein wichtiger Wirtschaftsindikator für die USA, denn die USA ist immer noch sehr, sehr stark abhängig von der Agrarwirtschaft. Und neu geschaffene Stellen außerhalb dieser Branche sind ein sehr, sehr guter Wirtschaftsindikator. Erwartet wurden 187.000 neu geschaffene Stellen, nachdem wir von 333.000 gekommen sind. Und was ist passiert? Wir haben die Erwartung fast verdoppelt. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr krasser Push, der irgendwo vielleicht zu erwarten war, in Anführungsstrichen, weil die letzten Monate einfach die Zahlen übertrieben grün waren. Natürlich kann man da so ein bisschen suspekt reagieren, weil man halt sagt, ob das alles so mit richtigen Dingen zugeht, wir können es nicht wissen. Wir müssen die Zahlen nehmen, wie sie kommen, und das tun wir auch. Wir sehen auch hier, die Manufacturing Payrolls sind deutlich gestiegen. Wir haben da fast ein verfünffachtes Ergebnis. Dann haben wir hier die durchschnittlichen Stundenlöhne sind ordentlich gestiegen. Und zu guter Letzt, die Arbeitslosenquote, die ist ein bisschen besser als erwartet oder vermutet wurde, aber ist gleich geblieben. So, jetzt schauen wir mal in die Märkte und sehen eine relativ rote Bewegung. Also die Märkte wurden relativ stark nach unten abverkauft. Was ist der Grund? Warum? Wenn doch neu geschaffene Stellen sehr, sehr positiv sind. Naja, zum einen hatten wir etwas früher in dieser Woche das Meeting der Zentralbanken in den USA und die haben halt gesagt, pass auf, wir wollen unsere Zinsen senken. Zinssenkungsschritte sind geplant, aber wir brauchen einen Arbeitsmarkt, der uns zeigt, dass entsprechend nicht mehr so viel Geld im Umlauf ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht quasi immer darum, dieses Zweigestirn in der Wirtschaft ist Arbeit und Kapital. Und daraus wird eine Preisstabilität berechnet, nämlich die, was kommt heute in meinen Warenkorb, was bezahle ich dafür und nächste Woche, in einem Monat und in einem Jahr. Und wenn die Dinger zu teuer werden, dann sprechen wir von der Inflation. Dann ist unser Geld immer und immer weniger wert, also unser Geld kann immer weniger einkaufen, was dazu führt, dass irgendwann natürlich die Wirtschaft so einen Flaschenhalseffekt hat, weil wenn wir immer mehr Geld brauchen, um Dinge zu kaufen, dann wird immer mehr Geld quasi entweder in Umlauf gebracht, was die Geldmenge erhöht, was die Inflation weiter pusht, oder irgendwann müssen wir auf die Bremse treten und sagen, wir sparen, wir kaufen jetzt nicht mehr in dieser großen Ausgeberlaune, was natürlich die Umsätze und Gewinne der Unternehmen schmälert. Und das macht natürlich Investments in Aktien, also in Unternehmensanteile, weniger attraktiv. Deswegen diese Preisstabilität, die sollte immer so zwischen 2 und 2,5% liegen. Warum nicht bei Null, wenn man sagt, ja, warum bleibt unser Geld nicht gleich viel wert? Weil wir dadurch kein Wirtschaftswachstum erreichen. Und das ist eben der wichtige Punkt, vor dem alle entsprechend auch Angst haben. Wenn wir bei einer Inflation von 0% sind, dann sind wir quasi in einer Deflation. Die Deflation ist das Schlimmste für die Wirtschaft und bringt letztendlich alles zum Erliegen, weil die Wirtschaft zu stark von der Nachfrage dann abhängig ist. Das heißt also, auch hier werden diese neu geschaffenen Stellen erstmal verhalten aufgenommen, weil das mit sich bringt, dass entsprechend auch mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen das Geld, das Kapital, was im Umlauf ist, relativ groß ist. Und wenn viele neu geschaffene Stellen, wenn viele Menschen arbeiten, wenn viele Menschen die Nachfrage nach einer gleichbleibenden Angebotskultur, wenn da viel mehr Leute nachfragen, dann wird das die Preise nach oben bringen. Und steigende Preise, wie eben entsprechend gerade eben schon hergeführt, führt zu einer steigenden Inflation. Das heißt also, dieser positive, robuste Arbeitsmarkt ist gut, aber ist kein Umfeld, in dem die Zinsen gesenkt werden, weil entsprechend die Inflation natürlich nach unten gesenkt werden muss. Das ist eines der größten Ziele, aber durch eben das viele Geld, was in der Wirtschaft im Umlauf ist, ist entsprechend dann für eine Inflation eher zuträglich. Und deswegen wahrscheinlich werden die Zinsen dann jetzt noch nicht so schnell gesenkt, aber trotzdem zeigt das auch, dass wenn wir zukünftig eine etwas andere Geldpolitik sehen werden, dass die Wirtschaft trotzdem weiterhin relativ stabil ist. Und deswegen schauen wir jetzt mal technisch in die Märkte. Also warum hatte ich erwähnt, dass wir hier gar keinen untypischen Abverkauf haben, weil wir diese Price-Action-Grenze hier nicht überschritten haben und aus irgendeinem Grund, den kennen wir oder den kennen wir nicht, hat der Markt genau an dieser Price-Action-Grenze bereits auch schon im Vortagshandel
reagiert, beziehungsweise im vorbörslichen Handel, und wir haben dann hier weiterhin drunter geschlossen. Das würde jetzt erstmal einen Doppeltop mit sich bringen. Der Trend, der ist aber natürlich extrem stark positiv und heißt noch nicht, dass wir jetzt diese große Umkehr nach unten bekommen. Trotzdem würde ich an der Stelle sagen, auch wenn die Zahlen gut ausgefallen sind, sie sind fast zu gut ausgefallen, sodass wir auch hier entsprechend eine schöne Turncoat Reaktion bekommen haben. Das heißt also hier erstmal die Umverteilung an diesem Hoch, dann haben wir hier den dynamischen Widerstand, und solange das Ganze hier hält und solange wir sehen, dass die Struktur auf kleinerer Zeiteinheit jetzt wirklich weiter abwärts gerichtet ist, bin ich hier erstmal tatsächlich auch nach diesen positiven Zahlen eher negativ gerichtet, weil ich hatte positive Zahlen erstmal positiv eingeordnet. Muss ich ganz klar sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass positive Zahlen kommen und den Preis nach oben bringen, ist mittelfristig immer noch gegeben. Das heißt, neue All-Time-Highs sind noch nicht außer Sicht. Trotzdem, die kurzfristige Reaktion könnte sich erstmal ein bisschen weiter nach unten pflanzen. Aber wir sehen schon, wir stabilisieren uns hier in dieser Umverteilungszone, und solange die nicht nach unten unterschritten wird, sollte das Ganze relativ positiv sein. Also auch hier muss man sagen, der Markt speist natürlich schon die Zinssenkungen ein, und auch da, wenn das Bruttoinlandsprodukt über 1% Wachstum pro Quartal liegt, dann haben wir in aller Regel ein gesundes Umfeld, sodass wir sagen können, eigentlich ist hier noch nicht von einer großen Korrektur auszugehen. Aber wir sehen entsprechend auch, der DAX, der hat ein bisschen nach unten korrigiert, wobei der sich langsam aber sicher wieder nach oben erholt. Also die 17.000 Punkte und höher sind noch nicht ganz aus dem Rennen. Was aber sehr, sehr spannend ist, und darauf wollte ich ebenfalls eingehen, ist, dass Gold sehr, sehr bearish hier reagiert hat. Und das hat den einfachen Grund, weil die Zinssenkungen damit etwas in die Ferne gerückt sind. Ob das der Fall ist, wird sich zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass die Federal Reserve trotzdem in ihrem Appetit, den sie so in den letzten Wochen und Monaten mitgebracht hat, die Zinsen trotzdem März, April rum senken wird. Weil wir haben häufig das zum Pivotpunkt, also zu dem Zeitpunkt, wo die Federal Reserve ankündigt, wir wollen die Zinsen senken, bis hin zur ersten Senkung, meistens 7 bis 8 Wochen vergehen. Und dementsprechend auch hier passt das eigentlich ins Bild, dass jetzt zum nächsten Meeting vielleicht noch nicht unbedingt das Große passiert, aber vielleicht dann halt wirklich zur Mitte des Jahres die ersten Zinssenkungen kommen. Von daher erstmal nicht optimal für die Märkte, dass die NFP so grün ausgefallen sind. Leicht grüne hätten entsprechend ordentlich für den Push nach oben gesorgt. Zu grüne führen zum gegenteiligen Effekt, weil wie gesagt, die Prognose fast doppelt so hoch getroffen. Von daher sehen wir hier auch ein Euro-US-Dollar musste erstmal ordentlich einstecken. Wo haben wir ihn? Wir sind hier wieder 0,65% nach unten, fast 100 Pips verloren. Also auch hier haben wir erstmal Luft nach unten. Aber das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass wir super, super stark alles wirklich fallen lassen müssen. Aber wir sehen auch hier, charttechnisch ist das Ganze relativ sauber erfolgt. Also was ist jetzt die Quintessenz? Wir sehen erstmal wahrscheinlich ein bisschen durchgemischte Märkte. Trotzdem haben wir hier immer noch diesen antizyklischen Gedanken mit, dass wir sagen, neues Hoch könnte durchaus nochmal gegeben werden, solange wir die 16.870 Punkte hier circa nicht unterschreiten. Stabilisieren wir uns darüber, ist ein neues Hoch denkbar, und das wird bestimmt dann auch kommen. Und dann kommt eben die große Frage, was macht das Bruttoinlandsprodukt und was macht die Inflation? Also auch da Arbeitsmarkt wichtig, Inflationsdaten, die gelesen werden, dann in den kommenden Wochen deutlich wichtiger für die zukünftige Reise. Und damit wünsche ich einen sehr, sehr guten Wochenabschluss für den Handel. Hoffe, euch geht's gut. Und ja, freue mich über Support auf diesem Kanal. Ganz liebe Grüße, euer Trading Dom von der Wall Street Story. Ciao, ciao.